Ja, guten Tag, Frau Musal. Hallo. Ich glaube, dass da in dieser Legislatur viel versäumt wurde, weil eine Landesregierung ja eigentlich am Anfang der Legislatur schauen kann, wie viele Lehrer werden momentan benötigt, an welchen Schularten und wie viele Kinder werden momentan geboren. Und da die Kinder normalerweise dann mit 6 in die Schule kommen, hat man ja genug Zeit, dann entsprechend auch Lehrer auszubilden. Ich glaube, dass das versäumt wurde und dass man schnellstens dann damit beginnen sollte. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass die Bewerbungsverfahren hier in Thüringen immer noch viel zu lange dauern. Das heißt, die Leute bewerben sich natürlich in verschiedenen Bundesländern und hoffen dann, dass sie genommen werden und kriegen eben aus anderen Bundesländern ihre Zusage. Und hier in Thüringen hören sie nichts, bis sie dann eben woanders zugesagt haben. Ich glaube, dass das grundsätzlich falsch läuft und dass wir alles tun müssen, um die Leute hier zu halten. Ich glaube, dass das Schulgesetz als solches eigentlich das Totalversagen der Landesregierung ganz gut illustriert. Es bringt für die Probleme wie beispielsweise den Lehrermangel, bringt es überhaupt nichts. Stattdessen werden andere Dinge eingefügt, wie die Ideologisierung an den Schulen, die eigentlich an Schulen nichts zu suchen haben. Und der erste Schritt wird natürlich sein, dieses Schulgesetz wieder zurückzunehmen und dann natürlich diese Probleme anzugreifen, die ich gerade geschildert habe, nämlich zu schauen, wie hoch ist der Lehrerbedarf, beispielsweise auch, dass die Statistik, was den Unterrichtsausfall angeht, vernünftig geführt wird, solche Dinge und dann natürlich das Ganze möglichst schnell auch umzusetzen, dass möglichst schnell eben Lehrer dann auch an die Schulen kommen. Grundsätzlich glaube ich, dass Lehrer eine gute Ausbildung haben und dass es auch richtig ist, dass sie eben sich für ein Lehramt bewusst entscheiden, auch das Referendariat machen. Aber in der jetzigen Situation glaube ich auch, dass qualifizierte Seiteneinsteiger, die dann gegebenenfalls auch noch eine Zusatzausbildung durchlaufen, an den Schulen gebraucht werden. Und ich glaube auch, dass an der einen oder anderen Stelle ein Seiteneinsteiger eben auch die Perspektive aus der Praxis mitbringen kann und dass das grundsätzlich ein Weg ist, den wir dann zumindest mittelfristig auch beschreiten müssen in Thüringen. Ja, wir haben das ja auch stark kritisiert. Ich halte von diesen Mindestgrößen gar nichts. Jetzt wurde das Ganze natürlich abgeschwächt. Nichtsdestotrotz helfen diese Mindestgrößen überhaupt nicht, dass mehr Lehrer da sind. In meinen Augen wird es dazu führen, dass dennoch Schulen geschlossen werden. Ja, weil es einfach die Erfahrung sagt, ich beispielsweise bin in NRW zur Schule gegangen und habe da Abitur gemacht. Ich hatte eine Schule, wo kooperiert wurde. Ein Punkt war, wir sind in den teilweise harten Tage, wo wir immer in den großen Pausen hin und her gefahren sind, obwohl das im gleichen Ort war. Jede Pause waren wir unterwegs. Das nächste ist, die Schule gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Und ich glaube, dass das hier in Thüringen absehbar ist, wenn das wirklich durchgezogen wird. Und auch da werden wir natürlich ein Stoppzeichen setzen. Ausbauen. Wir haben vor allem immer darauf gedrängt, dass das Azubi-Ticket direkt flächendeckend organisiert wird und dann in Form, also wie ein Studententicket. Weil wir immer gesagt haben, wenn die Studenten ein Ticket haben, müssen die Azubis auch eins haben, gerade weil es ja auch für Auszubildende wirklich eine Fahrerei sein kann zwischen ihrem Betrieb, ihrem Zuhause und dann eben noch der Schule, wo sie hingehen. Da kommt ja einiges auf die zu und ich finde das Prinzip des Semestertickets da auch angebracht. Von daher, ja, wäre da natürlich der Schritt weiter zu gehen, das in dem Sinne zu organisieren. Bei Digitalisierung muss man, glaube ich, immer gucken, worüber man redet. Also wichtig finde ich, dass man zum Beispiel überall überhaupt mal einen Internetanschluss hat, gerade im ländlichen Raum. Das ist in Thüringen ja ganz schrecklich und das sollten wir allgemein auf Schulen bezogen, aber auch auf die Wirtschaft bezogen und auf Privatmenschen bezogen, dringend ändern. Überall muss es Internet geben. An den Schulen finde ich wichtig, dass nicht also die Digitalisierung als solche den Unterricht bestimmt oder ähnliches, sondern dass man zum Beispiel als Schüler den vernünftigen Umgang mit Internet lernt und wie man recherchiert und was weiß ich. Das wird ja teilweise an den Schulen auch schon gemacht, aber dass die Digitalisierung nicht den Unterricht in dem Sinne prägt, dass, sage ich mal, der normale Unterricht irgendwie abgeschafft wird oder in den Hintergrund tritt. Es kommt immer darauf an, welchen Aspekt man betrachtet, ne? Also demonstrieren kann natürlich jeder in unserem Land. Das ist ja auch gut. Also wer demonstrieren will, soll das machen. Ein anderer Aspekt ist natürlich, das finde ich auch nicht so gut, dass von führenden Politikern der anderen Parteien das gelobt wird, dass es innerhalb der Schulzeit gemacht wird oder zumindest nicht angegriffen wird. Ich glaube, Bildung ist wichtig für die Schüler und man darf nicht, nur weil man beispielsweise als Grünen-Politiker das Ziel
für das demonstriert wird, gut findet, darf man nicht einen anderen Maßstab anlegen, sondern es sollte, egal wofür demonstriert wird, der gleiche Maßstab für alle gelten. Ja, und was das Anliegen als solches angeht, ich kann da aus Jena berichten, wir haben zum Beispiel die Diskussion auch im Stadtrat, da merke ich, also bei der Jugendlichen, die dort gesprochen hat, eine extreme Angst und Panik. Also sie hat auch selber gesagt, sie hat Angst. Und ich glaube, dass man da ein Stück weit den Jugendlichen auch die Angst nehmen muss und sagen muss, naja, morgen geht nicht die Welt unter, sondern wir haben Umweltschutz, wir haben Naturschutz, wir kümmern uns darum, dass unser Planet nicht kaputt geht, und das kann man auch jenseits der Klimadebatte vernünftig vermitteln. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Das haben wir ja auch in der Entstehung sehr stark kritisiert, ja, schon in den ganzen letzten Jahren, und haben ja auch ordentlich Druck gemacht, dass die Förderschulen nicht direkt abgeschafft werden. Wir haben das auch aus der Elternschaft und aus der Schülerschaft, habe ich ganz viele Briefe und Rückmeldungen auch bekommen, dass die Förderschulen eigentlich erhalten bleiben sollten. Und ich glaube, dass was ganz Entscheidendes fehlt an diesem Gesetz, selbst wenn man das so durchziehen will, nämlich, dass nicht gesagt wird, welche sächlichen und personellen Voraussetzungen die Inklusion überhaupt bedingen. Und man kann natürlich sagen, wir wollen Inklusion haben, aber so wie es jetzt gemacht wird, belastet es nur die Schulen, die Lehrer und alle Schüler, die dorthin gehen, egal ob sie selber eine Beeinträchtigung haben oder nicht, wenn man eben die Bedingungen nicht schafft. Und deswegen wollen wir als AfD zwar Inklusion, aber an speziellen Schwerpunktschulen, die eben dann auch dafür ausgestattet sind. Und wir wollen vor allem gegliedertes Schulsystem erhalten, natürlich inklusive der Förderschulen, weil wir eben auch sagen, die Lehrer sind speziell ausgebildet, die Schüler fühlen sich wohl, und das sind die richtigen Schularten für unterschiedliche Menschentypen, sage ich jetzt mal. Ich kritisiere nicht die Institution als sich, an sich, Entschuldigung, sondern die Aufgaben, die der Klassenrat wahrnehmen soll. Zum einen ist festgelegt, dass der Klassenrat mit dem Lehrer den Unterricht planen soll, was ich schon fast eine Unverschämtheit gegenüber dem Lehrer finde, denn ein Lehrer ist nun mal fachlich dafür qualifiziert, das zu tun. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass es für den Lehrer dann auch mehr Arbeit bedeutet, was ja, wenn wir eh schon einen Lehrermangel haben und Stunden ausfallen, dann auch nicht mehr abbildbar ist für den Lehrer. Und das andere ist, dass im Gesetz drinsteht, dass der Klassenrat gesellschaftspolitische Interessen vertreten soll. Und das hat einer Schule so nichts zu suchen. Da gibt es auch Rechtsprechungen zu der gleichen Sache an den Unis. Der Klassenrat, wenn man denn einen hat, hat sich um schulische Dinge zu kümmern und nicht anderen Leuten zu sagen, was jetzt politisch zu denken ist oder wie die politische Meinung sein sollte. Und da, glaube ich, muss man vorsichtig sein. Wichtig ist, dass man an einer Schule frei lernen kann und jeder seine Meinung haben kann. Okay, vielen Dank. Also wir bedanken uns für die Interviewfragen, die wir Ihnen stellen konnten. Ich hoffe, das war so in Ordnung. Und ja, danke euch. Ich hoffe auch, es war in Ordnung. Und ja, viel Spaß bei der weiteren Bearbeitung. Ne? Vielen Dank. Gerne.